Soll ich das? Das sieht geil aus, irgendwie. Gespannt, ob es dreht. Das habe ich mir auch gedacht. So, das Mehl tun wir aber behalten. Oder soll ich auch gleich, sollen wir auch gleich dazu stellen, eine Bäckerei? Oder lassen wir es mal reinrennen? Ich würde es jetzt einmal als Gewinn so machen, oder? Jetzt bitte Okay, noch ein dann. bisschen was auf der Kante haben. Okay, passt. Und die 124.000 würde ich ihm lassen, falls es wirklich irgendein Angebot oder so kommt. Passt, passt. Da spricht die Produktionseuphorie aus mir. Wenn, sag ich eh gut, wenn wir das dabei verkaufen. Echt? Das Feld gehört uns. Scheiße. Feld gehört uns. Bitte? Das Feld gehört uns. Scheiße. Ich bin durch den Hafer ein bisschen gefahren jetzt. Verlauern schon wieder. Ich habe viel zu lang mit ohne Feldvernichtung gespielt. Vor allem auch nicht bewusst, dann es nicht versucht, weißt du? Ja. Insofern sind die Wege für mich dann besser. Okay, das heißt, eine Anhänge ist für die Hühner, der Rest kann dann immer verkauft werden. Er verkauft nicht. Bitte? Er Ah, nicht kauft nicht. verkauft, eingefüllt. So. Was du jetzt ma machen? Frage. Ansehen. Achso, ansehen. Du hast nicht mit Drescher weiterfahren. Ey, braucht jetzt immer so viel. Bitte? Braucht jetzt immer so viel. Das mache ich jetzt schon noch fertig. Achso, okay. Sonst hätte ich einen Helfer dabei eingestellt. Da kannst du ja auch. Ein bisschen brauche ich noch. So. Aber doch, du lässt den Helfer sehen. Ah, das mache ich jetzt schon fertig. Ich vertraue den Helfern nicht einmal. Das ist beim letzten Feld schon gesehen, war das nicht so eine gute Idee. Das, was ich, wo ich immer hingesetzt habe, vielleicht Ja. habe ich ihn schräg hingesetzt. Also, ja, aber wir müssen es nie 100% gerade schaffen. Gut, das war auch nicht mit Curseplay. Ja, eben, darum sage ich ja. Aber ich habe ja schon das halbe gemacht, wenn ich jetzt Curseplay einstelle. Ich kenne ja nicht, dass das halbe schon gemacht ist. Stimmt. Ja, da bin ich jetzt voller Euphorie, auch wegen die Produktionen und so. Es geht was weiter. Ja, Stein, ich Stein. bin was weiter. Sieht man sogar von da die Mühle. Geil. Echt? Als nächstes könnte man 56 kaufen, eigentlich. Kriegt das vom Händler? Was vom Händler? Mhm. 56, 57, 47, dann sind wir wieder schön dick. Also. Was ist mit 51, 52? Wolltest du das nicht auch einmal? Priorisierenderweise? Ja, für die Oder Schafe haben ist wir das? gesagt, machen wir das, oder? Stimmt.
Das machen wir jetzt aber nicht, wenn wir die Schafe nicht ausbauen. Wenn wir sie nicht ausbauen, brauchen wir es aber nicht. Ja, stimmt. Und so könnten wir auf diesen 56, 57 noch Felder auf jeden Fall machen. 47. Mhm. Alter, was macht der da? Wann? Kann ein Drescher keine Feldvernichtung machen? Ob ein Drescher eine Feldvernichtung machen kann? Ja. Ja, warum nicht? Und auch Reifen. Der hat das gerade voll krass gemacht. Ja, drum sei er. Ich vertraue den Helfern nicht, den normalen. Gut, dass du nicht sagst, allen Helfern. Ah, der vernichtet Feld. Ich weiß nicht, was der macht. Was vernichtet er das Feld? Das verstehe ich nicht. Er schiebt mit dem halben Feld zurück. Irgendwie. Ja, Trottel. Trottel bleibt der Trottel. Mal schauen. So. Zusammenklappen, nur auffüllen und dann bin ich kurz Toilette und dann. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ab und zu wäre ein zweites Mähwerk vorne praktisch. Wieso? Weil wenn jetzt ist das Mähwerk in Aktion quasi und wenn man möchte, könnte einer schon wieder Ballen machen. Na gut, aber wie oft kommt das vor? Ja. Könnte vorkommen. Und theoretisch könnte er jetzt Ballen schon machen. Da liegt Gras, liegt ja. Ja, stimmt. Der nicht schon fast fertig ist. Nein. Minuten noch. Was ist da? Also fertig. Ah, okay. Muss jemand dabei steht? Ja, ich kann bei keinem Gericht dieses Curseplay-Fenster. Aber ich weiß, das hatte ich am anderen Computer auch immer wieder, diesen Glitch. Das kann ich jetzt gar nicht die quasi Ballenpressmaschine auch da dran schnallen sogar. Kannst du nicht sagen. Ich hupp's heute nicht. Na gut, bin gleich da.
Wenn du jetzt willst, können wir einen schicken mit der. Dass er schon Ballen macht, ist die Frage, welcher Traktor? Eben, wir haben ja gar keinen mehr. Bei den großen werden wir dann zum Ansehen brauchen, nehme ich an. Den werden wir zum Ansehen brauchen, ja. Jetzt haben wir doch einen Traktor zu wenig. Ja gut, dann presst halt einer, wenn es nicht mehr so viel los ist. Das ist ja wurscht. Da haben wir ja keinen Stress. Da ist Kohle, was liegen bleibt. Na gut, sie bleibt ja nicht liegen. Wir kriegen sie ja. Gut, theoretisch könnte man dann den, der jetzt da... Wenn der fertig ist, könnte eigentlich gleich hinterher auch mit der Ballenmaschine dann. Ja. Zum Beispiel. Den Kurs übers Menü könnte ich übrigens aufbauen, aber ich kann es natürlich nicht starten ohne dem Cursplay-Menü. Aber wie konntest du das dann? Ich bin über Start gegangen, Kursmanager. Da konnte ich den Kurs einstellen, aber ich kann ihn mir von dort aus nicht starten, oder? Oh ja. Oh ja. Schon. Musst du mir mal zeigen. Willst du dann auch stellen oder so? Ich habe gesagt, Kurs laden. Aktivieren. Aber wie fahrt er mal dann ab? Weißt du, wie ich meine? Ja, in dem anderen Helfermenü. Ich dachte eigentlich, du bist in dem Helfermenü. Nein, nein. Ich ja, dann im Helfermenü eben. Dann. Wo du auch den normalen Helfer losschicken kannst. Sollte es gehen. So, Job erstellen. Du musst halt anschauen, was mit dem Menü ist. Ja. Wenn wir es dann öfters brauchen. Das stimmt. Sorry. Der letztes Mal ist noch gegangen. Das ist wahrscheinlich Neustart oder so und das geht, schätze ich mal. Wenn du dann bald voll wirst, wieder musst du sagen, weil dann komme ich auch mit dem Anhänger Haberer. Ja. Aber ich kann auch hinfahren, kein Problem. So, 44.000 Liter Stroh ist voll, der erste. Da kommt 1 Million mit reingehen. Mhm. Jetzt hat sich der Balken ja schon bewegt, jetzt gerade. Steht genau hinter die Wälder. Hinter die Wälder? Die Hinterwäldler.
Nein, hinter die Wälder steht die Mühle. Kurz. Ob ich den anhängen kann, auch. Ich dachte, das ist vielleicht auch kompatibel. Dass ich da den Anhänger, also den Ernteanhänger anhängen kann und dahinter den anderen Wagen, den anderen Anhänger. Oh, die zwei kann man zusammenhängen, habe ich schon probiert. Anhänger und Anhänger, ja sicher. Darum haben wir die Rudolf genommen, dass man es zusammenhängen kann. Ja, die zwei Rudolf, aber nicht den Überladewagen da. Also. Ja, gut, aber der würde ja auch keinen Sinn machen. Bringt das? Dass man die Ernte auch gleich mitnimmt. Aber wohin? Kurzen Abstecher zur Mühle dann. Nichts brauche ich da nicht. Unten oder oben? Den unten oder oben brauchst du? Wurscht, halt es. Dann unten.